Moin Leute, heute habe ich eine neue Folge des schlimmsten Arbeitstage und schlechtesten Arbeiter der Welt für euch. Wenn ihr mir eure Videos senden wollt, könnt ihr das an die jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse machen. Legen wir los. Ich will gar nicht wissen, was es für einen Ärger dafür gab. Manche Leute haben wirklich mehr Glück als Verstand. Das wird er bestimmt nie wieder machen. Das war's doch wieder einmal komplett. Einfach Schnellentladung. Das war bestimmt ein Schock für den Autobesitzer. Der hat einfach kurz die Halle auseinandergenommen. Damit haben die nicht gerechnet. Das erinnert schon ein wenig an Staplerfahrer Klaus. So schnell kann man die ganze Straße sperren. Wollte der draufladen oder wollte der abladen? Was sagt ihr? Warum hat er es überhaupt so eilig? Der fährt so, als ob er nichts transportieren würde. So einen schlimmen Tag hatte der Arme bestimmt noch nicht. Echt krass, wie schnell das geht. Der ist wirklich hartnäckig. Wenn der da durchkommt, wird er irgendwo anders hängen bleiben. Da wird einem die Handysucht zum Verhängnis.
Freunde, welches Video fandet ihr am schlimmsten? Schreibt es in die Kommentare. Ich fand die Nummer 2 am schlimmsten. Wie kann so etwas überhaupt passieren? Die Leute haben wirklich mehr Glück als Verstand. Die haben wahrscheinlich gedacht, dass sie es einfach runterrollen können. Und es hält von selber an. Echt krass, was manche Leute für Vorstellungen haben. Schöne Grüße gehen raus an Tiger King, Marius Körinzig, Kai Block und Cookie. Danke für euren Support, Freunde. Ihr seid wirklich die Besten. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, eine Bewertung dazulassen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.